Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Yannick an. Dieser hat über Telefonica Deutschland O2 geschrieben, welches er mit 4,3 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Telefonica Deutschland O2 Erfahrungen. In der Werbung heißt es immer O2, you can do. Was kann ich denn bei O2 machen? Wir haben mal die O2-Tarife und Verträge genauer betrachtet im Telefonica O2-Test. Ich selbst bin letztes Jahr zu dem Mobilfunkanbieter gewechselt, aufgrund besserer Konditionen. Daher werde ich auch am Ende meine persönlichen O2-Erfahrungen nicht vorenthalten. O2 und Telefonica? Die Struktur der Unternehmen. Die große Telefongesellschaft dahinter ist Telefonica, die seit 2006 die Tochtergesellschaft Telefonica Europe PLC betreibt. Der Mutterkonzern kommt ursprünglich aus Spanien. Die deutsche Tochter läuft unter Telefonica Germany und früher unter Vayak Intercom. Seit 2006 gibt es von O2 Germany die eigene Discountermarke Phonik. O2 hat ein eigenes UMTS-Netz in ganz Deutschland, sowie auch ein eigenes LTE-Netzwerk in Teilen Deutschlands. Übersicht über das O2-Angebot und die Tarife Handys und Tablets. Smartphones und Tablets gibt es bei O2 entweder mit oder ohne Vertrag. Mit Tarif oder ohne Tarif sind natürlich die top aktuellen Modelle, Vorgängermodelle oder auch Einsteigermodelle vertreten, der gängigen Marken wie Samsung, Apple, Huawei, Sony, Nokia, LG und so weiter. Aber man findet auch eher seltenere Marken wie zum Beispiel Kodak. Bei den Tablets sind die neuesten Geräte von Samsung, Apple und Huawei aufgeführt. Welche Tarife zur Auswahl stehen, darauf möchte ich gleich zu sprechen kommen. Ohne Tarif kann man sich eben hier auch Smartphones oder Tablets erstehen und diese zahlt man dann monatlich ab. Bei den meisten Geräten kommt die typische einmalige Anzahlung von 1 Euro noch hinzu. Aktuellere oder hochpreisige Geräte können auch mal eine höhere Anzahlung verursachen. O2-Tarife und Verträge. Zu den Bestseller-Tarifen gehören der O2 FreeL, Free15 und FreeS. Der günstigste von diesen dreien wäre der FreeS für 19,99 € im Monat. In diesem bekommt man 1 GB LTE Highspeed-Datenvolumen und eine AllNet-Flat für das Telefonieren und SimSim. Für 29,99 € im Monat bekommt man den Free15-Vertrag mit 15 GB LTE Highspeed-Datenvolumen und ebenfalls der gleichen Flat für das Telefonieren und für SMS. Hier kann man außerdem noch das Sky-Ticket 6 Monate lang testen. Hier kann man zwischen dem Sky Cinema Ticket oder dem Entertainment Ticket wählen. Die Tickets sind monatlich kündbar. Der FreeL für 37,49 € monatlich gibt es 6 GB und die gleiche Flat. Der Free15 ist, wie man sehen kann, hier eindeutig besser. Man muss aber dazu wissen, dass es sich hierbei um ein limitiertes Jubiläumsangebot handelt, welches es also nicht für immer geben wird. Alle drei Tarife haben noch eine Besonderheit gemeinsam, denn jede Flat, ob Telefon, SMS und Internet, gelten auch für das EU-Ausland. Der Anbieter hat auch einen Rabatt für junge Leute in Form von 24 Monate lang 5 Euro Rabatt auf die monatlichen Kosten. In Anspruch nehmen kann man diese Vergünstigung, wenn man noch unter 26 Jahre alt ist. Für Selbstständige gibt es noch einen weiteren Bonus, indem man bis zu 50% mehr Datenvolumen bekommt oder Freiminuten für das Ausland. O2 DSL und Festnetz. Neben Verträgen für das Smartphone kann man auch Verträge für den Internetzugang zu Hause abschließen oder für das Festnetztelefon. Unterschieden wird zwischen DSL, XS, DSLS, DSLM und DSLL. Der O2 DSL XS kostet nur 9,99 € im Monat und beinhaltet eine AllNet-Flat für das Telefonieren und Internet mit einer Download-Geschwindigkeit von 10 Mbits und einer Upload-Geschwindigkeit von 2,4 Mbits. DSLS ist 5 Euro teurer und die Download-Geschwindigkeit erhöht sich auf 25 Mbits und der Upload auf 5 Mbits. Bei DSLM für 19,99 € im Monat sind es schon Geschwindigkeiten von 50 Mbits im Download und 10 Mbits im Upload. Bei DSLL für 24,99 € liegen wir bei 100 Mbits und 40 Mbits. Auch hier gibt es wieder Rabatte für junge Leute und Selbstständige. Bevor man einen Vertrag abschließen will, sollte man natürlich die Verfügbarkeit überprüfen und schauen, wie gut das Netz ausgebaut ist. Dafür reicht es einfach einmal schnell die Adresse einzugeben und schon kann man einsehen, welche Tarife machbar sind. Meine O2 Germany Erfahrungen. Telefonica O2 Test. Ende des letzten Jahres bin ich zu O2 gewechselt. Zuvor hatte ich nur einen Prepaid-Vertrag. Mit dem war ich soweit auch zufrieden. Nur ist aus verschiedenen Gründen mein Verbrauch von mobilen Datenvolumen extrem gestiegen. Prepaid hat daher keinen Sinn mehr gemacht und ich brauchte unbedingt eine Internet-Flat. Ich habe viele Verträge verglichen, unter anderem auch auf Vergleichsportalen. Bei diesem Mobilfunkanbieter hat mich letztlich die Menge des Datenvolumens für den Preis überzeugt. Bei anderen bekommt man für das gleiche Geld weitaus weniger Datenvolumen. So war zumindest bei mir der Eindruck. Der Wechsel stellte sich sehr einfach heraus. Da ich keinen Vertrag zu kündigen hatte, standen keine Hürden im Weg. Meine Rufnummer habe ich auch gewechselt, der Einfachheit
abwägen. Das Sotunetz ist wirklich sehr stark hier vor Ort, was sich gerade beim mobilen Internet gezeigt hat. Zum einen war ich schon nicht an LTE gewohnt, aber das Netz ist im Vergleich zum Discounter wesentlich besser. Das ist natürlich etwas, was man nicht für jede Stadt pauschal sagen kann. Vor allem ländliche Gegenden könnten es hier noch schwer haben. Ich verwende übrigens den FreeM-Tarif mit 4 GB. Wäre damals schon das Jubiläumsangebot mit 15 GB da gewesen, hätte ich mich auf jeden Fall dafür entschieden. Das finde ich echt unschlagbar und es ärgert mich ehrlich auch etwas. Na, aber wenn ich mir gegenüber auch ehrlich bleibe, dann muss ich gestehen, dass ich mehr als 4 GB auch nicht unbedingt brauche. Mein Tipp dazu ist noch, dass man sich unbedingt vorher anschaut, welche Rabatte man noch mitnehmen kann. Für mich zum Beispiel war es der Rabatt für junge Leute. Wenn man den Vertrag über das Internet abschließt, dann muss man sich selbst genauestens informieren. Ich weiß nicht, wie es in einem Shop ist, ob man da immer zu 100% informiert wird. Aber ansonsten einfach nachfragen. Mein Fazit fällt also offensichtlich bisher sehr positiv aus. Was ist eurer Meinung nach der beste Mobilfunkanbieter? Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.